Schweinsbraten. Schweinebraten. Ja, heute gibt's einen Schweinebraten in einer Zwiebelbiersauce. Genau. Und zwar habe ich da eine Flasche Bier zum Trinken. Und eine Flasche Bier, die brauche ich für die Soße. Ich zeige euch einmal das. Ich habe hier meinen Anzündkamin mit Briketts. Und da Ofen, Barbecue-Sauce, Senf, Kurkuma, Ingwer, Knoblauch, Chili, Karotte, ein wenig Frischwasser, ein wenig Salz und Pfeffer, ein wenig Olivenöl, Zwiebeln und das Lokoma Schweinsbratengewürz. Und mit dem Gewürz zuerst werde ich das Fleisch mit Senf bestreichen und dann mit dem Schweinsbratengewürz würzen. Für die Soße haben wir Bier und wir haben Barbecue-Soße. Ob wir ein wenig Wasser brauchen, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Und falls wir dann noch ein bisschen nachwürzen müssen, habe ich auch Salz und Pfeffer da, aber das weiß ich auch noch nicht. Das schauen wir dann einmal. Hallo bei Holgers Grillen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt das Mangel an Respekt. Kräftig das Fleisch bepinseln, rings dich rum mit dem Senf. Wenn wir das dann mit dem Senf haben, nehmen wir das Schweinsbratengewürz von Lokoma und tun richtig großzügig das Fleisch würzen. Richtig großzügig, ja. Innen ins Fleisch kommt ja nichts rein, deswegen muss man außen noch ein wenig mehr, ja, damit es richtig schön kräftig wird. Wenn das Öl dann im Dutch Oven schön erhitzt ist, tun wir schön unsere Zwiebeln rein. Legen den Braten oben drauf. Holen die anderen Sachen. Kurkuma, Ingwer, Knoblauch, Chili und die Karotten. Verteilen das alles schön mit dem Topf. Abgelöscht wird das Ganze jetzt dann mit Bier. Barbecue-Soße. Barbecue-Soße. Da nehmt ihr die, die ihr halt gerne mögt. Gerne esst. Dann ist das am besten natürlich. Dann machen wir jetzt den Deckel drauf. Und ich sage mal so, in einer Stunde schaue ich einmal nach. Ich gehe davon aus, dass es ungefähr 2 Stunden braucht, bis das Fleisch schön weich zart ist. Mein Deckel drauf und lassen das brutzeln. Da ich ja jetzt ein bisschen Zeit habe, das Fleisch schön in der Soße blubbert, habe ich gedacht, ich zeige euch einmal schnell meine Sportgeräte. Ja, die habe ich mir gekauft. Schaut mal. Schön, gell? Also mir gefällt's. Es duftet unglaublich lecker. Duftet das lecker. Machen wir auf. Ich habe vorher nach einer halben Stunde noch einmal reingeschaut und habe 1,5 Liter Frischwasser dazu gekippt. Und ich habe ziemlich starke Hitze von unten, also ich verdampft sehr viel. Ich mache jetzt noch einmal 1,5 Liter.
und drehe das Fleisch einmal um. Mache meinen Deckel wieder drauf. So eine Stunde ist das jetzt drin. Wie schon gesagt, nach einer halben Stunde habe ich ein Wasser aufgefüllt und jetzt nach einer weiteren halben Stunde noch einmal einen halben Liter Wasser. Machen wir wieder zu. In so einer halben Stunde schaue ich noch. Und so in circa einer Stunde müsste es dann fertig sein. Nach gut eineinhalb Stunden nehme ich jetzt das Fleisch raus und schneide es in dünne Scheiben. Kann ich natürlich gleich einmal mein neues Messer ausprobieren. Ob das auch was taugt, gell? Ja, schneiden wir mal so. Oh, das geht durch wie Butter. Sehr schön. Schau da mal, was das für schönes, saftiges Fleisch ist. He. Lecker. Und, oh, heiß. So. Die schneiden wir jetzt schön klein und dann kommt es wieder in die Soße. Das lassen wir dann noch so circa eine halbe Stunde drin. Soße habe ich vorhin schon mal abgeschmeckt. Ja, die hat ordentlich Bums. Man braucht auf jeden Fall kein Salz und Pfeffer mehr zum Nachwürzen. Die ist so absolut perfekt. Sehr gut. Das Fleisch lassen wir jetzt noch eine halbe Stunde drin. Dann sind die zwei Stunden rum. Ja. Dann gibt es Essen. Das ist natürlich ein genialer Duft, ne? Wenn man so eine Zwiebelbiersauce hat, das ist natürlich absolut Hammer. Und so blubbert und blubbert und blubbert. Ja, schönes Fleisch in der Sauce. So probieren wir gleich einmal ein Stück aus, gell? Dann wird es jetzt Zeit, dass wir mal ein Stück Fleisch ausprobieren, denn ich habe schon langsam Hunger, gell? Ja. So, dann machen wir mal ein Stück raus. Und schneiden das schön. Ja. Schaut, so schaut es aus. Hervorragend. Butterweich. Butterweich. Ein richtiger, guter, zarter Schweinsbraten. Ja, ich muss mich dann von euch leider verabschieden. Und sag tschüss. Bis zum nächsten Mal. Rezept ist unten drunter. Servus, euer Holger.